Ja, also ich kann das natürlich auch ein bisschen nachvollziehen. Also von der Frau, ich bin jetzt nicht erstarrt, aber ich habe selber halt so einen Hund und der halt sehr viel Raum braucht. Ja, also ich weiß, wie mein Hund gut zu führen ist, an anderen Hunden gut zu führen ist, aber dieses Nah und ja, also das Nah, damit hat er halt einfach ein Problem. Und wenn der Raum da ist, ist das kein Thema, ne? Aber gut, ich meine, Was meinst du ich mit spiele einfach nah? mit mehr. Nadine, was meinst du mit nah? Beschreib doch mal genau die Situation, die schwierig ist für euch. Ja, die Situation, die schwierig ist für uns, ist zum Beispiel, wir haben einen sehr schmalen Weg und da kommt uns jetzt frontal ein Hund entgegen und womöglich guckt er den jetzt auch noch an und ne, er starrt natürlich auch schon. Und dann, weiß nicht, wenn derjenige vielleicht noch seinen Hund auf die eine Seite nehmen würde und ich nehme meinen Hund auf die andere Seite, also ich sage ja mal, wir laufen ja auch, wir fahren ja auch nicht im Gegenverkehr, aber viele machen das wohl anscheinend, also zumindest in der Hundebegegnung, dann ist es halt, dass er sich wahnsinnig aufregt. Also er hat vorher schon für sich so ein Beschwichtigungssignal gefunden, dass er immer ins Gras beißt, ganz stark. Und dann kann das auch schon mal sein, dass wir gut daran vorbeigehen können. Aber wie gesagt, dieses Nah, wenn das ein ganz schmaler Weg ist, und weiß ich nicht, bei uns gibt es hier halt so viele schmale, wie so Waldwege oder so, und dann, ja, dann kommt es aus ihm rausgeschossen. Am Anfang war ich noch so, Entschuldige. ja, am Anfang war ich noch so, dass ich mir gedacht habe, Mann, das ist ja, kann das denn sein, dass ich jetzt diesen Hund nicht im Griff habe und so. Ich weiß aber, wenn ich natürlich, also ich meine, der wiegt nur 22 Kilo gefühlt, aber 44, wenn der halt in die Leine Ja, geht. ja. Und da ist mir auch schon passiert, eigentlich würde ich ein bisschen mehr locker lassen, aber mir ist wahrhaftig schon früher passiert, dass er mir dann so vor die Beine gesprungen ist, dass ich selbst gestürzt bin. Ne? Ja. Deswegen, das sind alles so Sachen und der hat sich auch schon ein paar Hunde gepackt. So ist das nicht. Also der macht dann auch sofort. Na, und deswegen sage ich mir halt einfach, okay, dann muss ich den halt strammer nehmen. Ich möchte aber ihm gegenüber nicht mehr diese Härte haben. Ich habe oft diese Härte ihm über. Jetzt hör mal auf, Mann, ne? Also Ja. wirklich jetzt so, weil ich selber dann auch in dem Moment wahrscheinlich halt hilflos war, kannte ich jetzt eben halt nur dieses drauf. Um es anders zu machen, ist eben wichtig herauszufinden, was wird da berührt in dir. Zweitens wäre wichtig herauszufinden, was für deinen Hund ist denn schwierig an so einer Begegnung überhaupt. Das ins Gras beißen ist ja keine Beschwichtigung, sondern ein Abbau von Druck. Der hat ja Genau einen so wollte ich das wahnsinnigen, auch gerade sagen. Genau, der der hat baut einen auch schon Druck. wahnsinnigen Druck schon, wenn ein Hund kommt. Es ist durchaus möglich, dass das einfach sich hochgeschaukelt hat, dass dein Hund merkt das ja, ist ja nicht blöd, merkt das ja natürlich sofort, dass in dir out of order ist und er erlebt das in dir und schon das reicht natürlich bei einem Hund, dass er dann mit eigenem Stress reagiert. So, das könnte man in Ruhe herausfinden. Wichtiger ist, glaube ich, herauszufinden, was es bei dir ist. Ja. Also, glaube, mein Hund und ich haben eine Gemeinsamkeit, dass wir halt sehr viel Raum für uns brauchen, dass wir nicht dieses Übergriffige, was der Hund schon auch kennengelernt hat in jungen Jahren, und ich auch, dass wir das halt, dass es uns unser gemeinsames Thema halt ist. Ich habe ja noch einen Hund, der ist eben nicht so, der ist ganz anders, ja. Und ja, dass das eben halt so unser Thema ist. Also dieses mit Übergriffigkeit klar zu kommen, ohne sofort in den Kampf zu gehen. Also am Ende natürlich seinen Raum, seine Grenze präsent zu machen. Also bei sich zu sein und den Raum auszufüllen. Das meine ich, dass du hast, denke ich, das richtige Thema schon gefunden. Aber es hilft eben gar nicht. Es hat euch noch nicht geholfen.
Und ich kann jetzt hier vor der Kamera mit dir keine Trauma-Integration machen. Ich könnte dir nur einmal zeigen, wie weit es bei diesem Anteil geht, dass du die Dimension mal wahrnehmen kannst. Weil niemand ist ja übergriffig, wenn er genau wie du einen schmalen Weg an dir vorbeigehen muss. Doch dieser Anteil in dir empfindet es so, weil durch so eine Enge ein Trigger passiert, der eine Übergriffigkeit berührt, die stattgefunden hat. Und das meine ich, Trauma lebt in der Vergangenheit. Das kann die Realität nicht wahrnehmen. Sobald es berührt wird, interpretiert es so weiter, wie es das aus der Vergangenheit tatsächlich auch kennt. Wenn du mal diesen Anteil sprechen lassen möchtest, können wir das gern tun. Wenn du mal in der Ich-Form diesen Anteil sagen lässt, wie er sich fühlt. Ich fange mal so eine Wenn-Dann-Kette an. Wenn jemand mir den Raum wegnimmt, dann fühlt sich das, wie fühlt sich das an für diesen Anteil in dir? Ich komme auch gerade nicht an das Gefühl, aber das Bild, was ist, dass ich sofort so mache, alles wegschiebe. Also, dass ich sofort in den Kampfmodus gehe und sage, geh hier bloß raus, als wenn mir jemand irgendwas überstülpen möchte. Ja, um zum Gefühl zu kommen, die Gefühle, denen kann man verschiedene Sätze zuordnen. Zum Beispiel ist der Satz der Wut, etwas ist falsch für ein Selbst. Der Satz der Angst ist, etwas ist furchtbar. Dann würde ich eher sagen, etwas ist furchtbar. Etwas ist furchtbar. Ja, so hat sich das auch angefühlt. Dann wäre dein Gefühl Angst. Mhm. Weißt du, so eine Traumaberührung geht so schnell, weil du hast es sehr gut beschrieben, dann kippt es sofort um in diesen Anteil, den ich Beschützer nenne, in die Strategie. Mhm. Man hat eine Strategie herausgebildet, mit der man sofort diese Angst abwehren kann. Ja, wenn du mal aus dem Bauch raus hinfühlst, wie alt ist denn dieser Anteil in dir, dem das in dem Moment passiert? 7. Und wenn es etwas sich so furchtbar anfühlt, was würdest du dann gern tun? Du hast schon gesagt, du möchtest es wegstoßen, weghaben. Weil, wenn du das nicht machen kannst, was könnte dann passieren? Was denkt dieser 7-jährige Anteil? Also es geht darum, jetzt habe ich gerade das Gefühl so stark gehabt. Also erstmal kriege ich ein totales Gefühl von Traurigkeit. Also ich würde mich dann auch wieder da sitzen sehen, sodass ich hilflos bin. Und wenn sagen möchte, bitte lass mich. Und wenn bitte ich so, bleib mal bei dir. Und wenn ich so hilflos mich fühle, dann, was könnte dann passieren, Nadine? Dann bin ich total angreifbar, weil ich kann mich nicht wehren. Und wenn ich mich nicht wehren kann, was könnte dann passieren? Dann sterbe ich. Ja. Genau. Nur bis dahin möchte ich mit dir gehen. Alles andere wäre jetzt, fühlt sich nicht richtig an vor der Kamera. Ja. Ich möchte nur, dass du mal erfährst und natürlich auch die Menschen, die das Video schauen werden, was da im Hintergrund ist in so einem Moment. Wenn man zum Beispiel einen Menschen trifft mit seinem Hund und der Mensch gerät in Panik, weil man kommt da einfach mit einem friedlichen Hund an und versteht gar nicht, was mit diesem anderen Menschen los ist. Ja, da kann genauso etwas im Hintergrund sein. Da ist ein Anteil vor und der denkt, er stirbt jetzt. Und zwar wegen einer Verbindung in die Vergangenheit, die tatsächlich stattgefunden hat. Das ist Realität für diesen Anteil gerade, der da vorne ist.
Und Trauma braucht die Begegnung mit der Gegenwart. Also wenn man Traumaarbeit macht, dann, also wenn, ich kann jetzt ja eigentlich nur von mir sprechen, wenn ich Traumaarbeit mache, dann ist es für mich so, dass ich Trauma berühre, sonst kann ich es nicht integrieren, so weit, dass nicht alles uns um die Ohren fliegt. Und dann braucht es die Begegnung mit der Gegenwart. Weil es muss aus dieser Vergangenheit herausgeholt werden. Mhm. Und das ist ein Weg in mehreren Schritten, die ich jetzt hier nicht ausführen werde. Die meisten Menschen denken, wie auch ich, wenn ich erst erwachsen bin und selber Entscheidungen treffen kann, dann kann mir keiner mehr was. Und man weiß einfach nicht, dass man später all das weiter tut, was getan wurde mit einem. Weil man sich damit verbinden musste als Kind, anders hätten wir nicht überlebt. Mhm. Und weil wir nicht mehr wissen, es ist wie in einem Keller, in dem man ein paar Jahre nicht war, einem realen Keller, wer weiß denn dann noch, was man im Keller hat? Und so wissen wir das auch nicht mehr, was eigentlich in unserem Wesenskern ist, was für Ressourcen, mit was sind wir hier auf die Welt gekommen. Die Hunde, also die Tiere, wissen das schon. Und sie versuchen die ganze Zeit, uns dahin zurückzuführen. Ja, sie rütteln an den künstlich erschaffenen Bewältigungsstrategien. Daran rütteln sie und lassen nicht locker. Und sie, interessanterweise in identischen Situationen, wo sie sonst rütteln, wenn man dann in sich selbst ist, funktioniert alles wie am Schnürchen. Wie von selbst, wie von Geisterhand. Ja, wenn man solche Momente hat mit sich. Das ist das ganze Geheimnis der Situation, die sich die meisten Menschen nicht erklären können. Warum geht es manchmal so und manchmal so? Mhm. Und da kann man dann immer hinfühlen, wer ist denn jetzt gerade vorn? Welcher Anteil in mir bestreitet gerade die Situation? Und immer wenn es anstrengend ist, kommt es garantiert nicht aus unserem Wesenskern, aus unserer Kraft, wo gar nichts anstrengend ist, sondern aus notwendig erschaffenen Anteilen, die nicht verbunden sind mit dem Rest. Und wenn sie nicht mehr verbunden sind, ist so ein 7-jähriger Anteil davon ganz allein, wie soll der das denn machen? Ja. Das geht nicht. Den kann man nur, ich sage immer, den kann man nur, wenn man lernt, dass ich lehre ja Selbstbegleitung. Das kann ich jetzt hier in so einem Video natürlich nicht machen, aber ich mache es dann live. Und dann spielen wir das immer durch, wie das ist, so einen Anteil wahrnehmen zu lernen mit der Zeit. Erstmal in der Nachschau nach so einer Situation, später live in der Situation und ihn dann wie auf den Arm zu nehmen. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, du bist ja ein Mensch, das spüre ich, der sich gut Dinge vorstellen kann. Wenn du diesen 7-jährigen Anteil mal wirklich so auch körperlich mit der Hand so hier so auf den Arm nimmst und dir nochmal die Situation vorstellst, versuch es mal. Jetzt gehst du mit deinem Hund und da kommt ein Mensch, der völlig unschuldig auch einen schmalen Weg geht und von nichts eine Ahnung hat. Und du merkst, wie dieser Anteil, den du gerade auf dem Arm hast, wirklich Angst bekommt. Mhm. Und das von sich weg haben möchte. Und du sagst ihm, du musst es nicht machen. Du bist ja bei mir auf dem Arm und wir gehen hier ganz ruhig durch. Erleb es mal.
Soll ich erzählen, was ich da gesehen habe? Also erstmal empfand ich das so, dass dieser Anteil sich so total festgekrampft hat. Also ne, immer mich gesagt, du musst nichts tun, aber auch so, ich kann auch nicht dahin gucken und das ist doch Gefahr, Gefahr, Gefahr. Und ich habe dann die ganze Zeit gesagt, du musst gar nichts tun. Und dann war die Situation vorbei und dann war so, ist ja gar nichts passiert. Wie kann das denn sein? Du hast gerade in Selbstbegleitung diesen Traumaanteil in die Gegenwart geführt. Das ist so ein konkretes Beispiel, wo dieser Traumaanteil aufgewacht ist in der Gegenwart und hat wahrnehmen können, dass gar nichts passiert. Außer vielleicht der Hund bellt ein bisschen und vielleicht auch der andere und der Mensch guckt komisch. Aber passiert ist nichts. Ja. Es ist nichts passiert. Nein. Ja. So, das wird jetzt, diese einmalige Erfahrung wird jetzt noch nicht für eine Integration sorgen, aber es ist ein absoluter Anfang, um dieses Trauma zu integrieren. Ja. Diese Erfahrung, es passiert gar nichts, wenn ich nicht vorn bin. Wenn dieser Traumaanteil vorn ist, verschwindet er in seinem Trauma und in der damals erlebten Realität. Und nur darum geht es, erst einmal dieses Prinzip zu verstehen und auch im Umgang miteinander sorgsamer und liebevoller zu werden, weil gerade unter Tierhaltern ist es so üblich, sich immer so Tipps zu geben oder Kommentare abzulassen oder auch nur so Blicke, ja, die dann so, wenn ein anderer Hund sich angeblich unmöglich benimmt, dann so. Und alle Menschen sind in dem Moment nur froh, dass sie es nicht erleben müssen. Mhm. Ich habe jetzt noch keinen Menschen erlebt, der sich nicht vorgeführt fühlt, wenn der Hund mal nicht das macht, was er sagt und andere Menschen sind dabei. Dann kriegen alle Menschen Schwierigkeiten innerlich. Man merkt es dann an vielen Beschwichtigungsversuchen und Erklärungen, dass er aus dem Tierschutz kommt und was er alles erlebt hat und so weiter. Und also wir können überhaupt gar nicht zulassen, dass mal etwas außer Kontrolle gerät. Mhm. Und dahinter steht Trauma. Und die meisten Menschen haben keine Ahnung, dass sie ein Trauma haben. Weil bisher unter Trauma immer Schocktrauma verstanden wurde nur. Und nicht auch Entwicklungstrauma. Oder weil die Menschen von Trauma nichts wissen und eben nicht wissen, der Verstand kann sich nicht erinnern, meistens an die Vorfälle. Das ist ja das Wesen von Trauma. Es ist abgespalten. Ja. Aber man fühlt das immer wieder in denselben Momenten, passiert so eine innere starke Abwehr. Ja. Und das wäre wichtig, wenn wir Menschen uns da von den Tieren helfen lassen, die ein Spiegel dafür sind und lernen zu dolmetschen, was da passiert, dann würden wir wirklich diese Arbeit, die die Tiere doch mit uns tun, wertschätzen und wir würden ja Heilung erfahren, die wiederum den Tieren zugutekommt. Weil ich habe eben irgendwann aufgehört, für die Tiere zu kämpfen, weil ich gemerkt habe, dass das in den Menschen nichts verändert. Mhm. Sie gehen weiter schrecklich mit Tieren um und auch mit Kindern, weil sie es nicht anders können, aus den Gründen, die wir hier schon jetzt gerade besprochen haben. Und deswegen braucht es doch eine Veränderung bei uns Menschen, damit es endlich allen um uns herum besser gehen kann, damit endlich ein Aufatmen passieren kann.